Wir machen weiter mit Part 2 hier. Es wird doch kein zerstörerisches Let's Play, wie es ausschaut. Es wird ein friedliches Let's Play. Let's Play. Und ein Let's Play mit vollen Rechtschreibfehlern, weil ich echt schreibe und nicht Deutsch sprechen kann. Morkans wird das überbewertet. Ein friedliches Let's Play. Weil Morkons wollen nichts anderes als Handel betreiben und Leute rekrutieren und Kinder machen. Das wollen sie natürlich auch. Kann ich da irgendwas? Ne, ich habe ja nichts. Ich habe ja viel verkauft, wie mein ganzes dunkles Elex. Shotgun-Muni sollte ich machen können. Und Pfeil-Muni, Eisenerz, Schwefel. Machen wir. 20 Pfeile und den Rest in Schrotflinte. Ja, Deutsch reden funktioniert halt gut. Gute Arbeit, Patrick, gute Arbeit. You nailing it. Und kochen wollen sie, das wollen sie anscheinend auch. Chili, was? Dicke Gummisuppe? Nein. Kaugummi schwarz gebrannt oder Energieriegel. Muss ich mal selber ausprobieren zu Hause. Oh, das klingt geil. Muckefuck kann man machen. Das brauche ich erst. Morkan. Ein Muckefuck. Verdammt, was ist hier los? Ich habe dir alles über uns erzählt und dich Lazar vorgestellt. Meine Arbeit ist getan. Ich sollte mich so bald wie möglich wieder bei den Lakaien blicken lassen. Nicht, dass noch jemand merkt, dass ich so lange weg bin. Halt dich an Lazar, wenn du Fragen hast. Wir sehen uns. Alle Elix-Kitsches. Ich hole sie mir alle. Jeder, den ihr finden könnt. Oh. Machen wir Pflichten weiter. Ich will aufsteigen, wenn wir eigentlich ein bisschen Rückenrüstung leihen gönnen können. Warum fällt mir von der einen Episode auf die andere Deutsch so schwer? Verdammt. Wo ist der Ausgang hier? Ja, das wird lustig. Du wirst die ganze Zeit hin und her geschickt hier dann. Du wirst dann immer ganzen Tunnel entlang laufen können, damit man mit den Leuten redet. Mit Ivan. Das war nicht Ivan. Ich habe seinen Namen schon vergessen. Dass man mit dem Ich Typen freue mich für redet. Attila. Ist hier Ivan? Nur Muckefuck. Wo ist der Händler, den sie mir anzeigen? Morkon, Morkon. Existiert der Händler nicht mehr? Ist es denn der, den wir rausgeschmissen haben? Morkon. Ah, wo war ich? Wo war ich mit meinen Gedanken? Bei Klimmzügen. Keine Ahnung. Bei ihr kriegen wir, glaube ich, die Rüstung, die mit dem coolen Akzent. Ich habe dich bereits erwartet. Du bist jetzt einer von uns, was bedeutet, ich habe die Erlaubnis, dir neue Rüstungen zu verkaufen. Du solltest dir meine Waren einmal genauer ansehen. Warum hast du so einen coolen Dialekt und alle anderen haben Zeig mir keine deine Dialekte? Waren. Nichts lieber als das. Sie rollt das R so schön. Irgendwas Spezielles? Rebellenmütze, guter Morgenhelm, ja, der ist schlechter. Schlechter. Wir brauchen keine Gimp-Maske. Da, das ist doch, was wir haben. Einunddreißig, was hat meine Hose drauf? Ah, 34, ja. Warte, was kannst du haben? Bis auf Wiedersehen. Okay. Schauen wir, dass wir unseren Weg da durchfinden. Thread the needle. Ah, Mist. Okay. Passt schon. Ja, das ist das Bett eines Anführers. Ah, da haben wir es, Thumbnail. Ja. Muss ich noch irgendwie meine Taschenlampe ausschalten? Nein?
Nein? Okay. Besser, besser, besser. Jo. Die Stimme Jacks. Cool, cool. Die Wachen am Tor wissen Bescheid. Was liegt als nächstes an? Gut. Endlich ist zumindest in dieser Hinsicht Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ah. Kommen wir zum nächsten Problem. Die Instandsetzung der Schächte muss vorangetrieben werden. Ebenso bedarf es einer Neueinteilung der Wachen und einer Rationierung der Nahrungsmittel. Zusätzlich wäre da noch die Frage der Bezahlung, Ausrüstung und Ernennung neuer Abwerber. Auch gibt es etwaige Probleme mit den Arbeitern, die... Langsam, ich komme ja kaum hinterher. Verzeihung, Herr. Mein Eifer geht manchmal mit mir durch. Fangen wir mit dem an, was ganz oben auf der Liste steht. Gut. Die Schächte, unser Sorgenkind. Regelmäßig bricht irgendwo eine Decke ein und begräbt wertvolle Arbeitskräfte. Ersatz ist theoretisch vorhanden. Unsere Abwerber haben in Tavar ganze Arbeit geleistet. Du meinst, sie haben ein paar Berserker gefangen genommen? Eine Abordnung Werker, um genau zu sein. Sie waren wohl auf dem Weg zu einem ihrer Weltenherzen. Sie könnten unseren Verlust ausgleichen. Khan hat sich jedoch dagegen entschieden. Wie seht ihr das, Herr? Sollen sie arbeiten oder exekutiert werden? Das heißt doch. Oh, wir sind zwar friedlich, aber sind wir so friedlich, dass wir sie freilassen? Arbeiten. Schick die Werker zum Arbeiten in die Schächte. So soll es sein. Was steht als nächstes auf der Agenda? Verzichte auf die Kleinigkeiten, die kannst du selbst delegieren. Ein paar Händler werden außerhalb der Grotte festgehalten. Oh. Khan wollte sich dieser Sache annehmen, aber nun, die Umstände sind bekannt. Die Lösung wird etwas Zeit brauchen. Sobald ihr sie erübrigen könnt, gebt mir Bescheid. Ich soll rausgehen und Leute befreien. Wegen der Händler. Was genau ist vorgefallen? Sie sind unseren Abwerbern ins Netz gegangen. Anschließend wurden sie in den nahegelegenen Außenposten gebracht. Warum dorthin und nicht in die Käfige? Gewissheit habe ich nicht. Aber ich glaube, eine unserer Schwestern vor Ort ist dafür verantwortlich. In jedem Fall wurde Khan befohlen, die Sache zu klären. Da ihr seine Pflichten übernommen habt, ist es nun an euch, diese Bürde zu tragen. Das denke ich. Ich mache das. Ich kümmere mich darum. Bedenkt aber, dass sie sicher noch nicht wissen, dass ihr Khan beerbt habt. Vielleicht werdet ihr auf Widerstand stoßen. Auch damit werde ich fertig. Selbstverständlich. Der Außenposten befindet sich im Nordwesten. Es ist der gleiche, den ihr bereits mit Vlad aufgesucht habt. Dachte ich mir schon. Warum? Was wollte ich sagen? Warum kann ich andere Leute mit diesen Sachen beauftragen? Warum sollte ich nicht alles selber machen können? Wollen werden. Oh. Ich bin nicht gut genug. Ich weiß, dass ich nicht gut genug bin, aber wir versuchen es trotzdem. Ich kann meine eigene Schlossruhe knacken. Ach, verdammt. Wird doch ganz einfach sein, oder? Nein, wird es nicht. Seid ihr bereit für 20 Minuten? Ruhe knacken. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Oh boy. Das war wohl nichts. Oh boy. Was lasse ich mich da wieder ein? Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Ja, wir kennen es schon.
Das war wohl nichts. Verdammt. Oh, wow. Oh. Da. 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 Das war wohl nichts. Mist. Wirklich? Habe ich jetzt nicht schon alles durch dann? Das ist doch die härteste Truhe im Spiel. Da kann mir keiner was anderes sagen. Ja, wenn dann ein kleiner Stärketrank. Dass du mir nicht einfach den Schlüssel geben kannst. God damn it. Wie schaue ich da aus? Kann ich den Bogen überhaupt in die Hand nehmen? Okay, raus teleportieren. Bevor ich noch mehr Zeit da verschwende. Ich werde die Leute einfach ignorieren. Oh. Und dann im Nachhinein sagen, upsi, habe ich ganz vergessen, dass ich euch nicht mit euch beraten soll. Das könnte gleich mal schlecht ausgehen. Und gut dann. Wo ist die Klaue hin? Zurück. Zurück mit dir. Juhu. Gut genug. Und das habe ich mir auch gerade reingehaut. Cool. Was auch immer das gemacht hat. Mist. Warum tue ich jetzt schon Button meschen wie ein Verrückter? Ich weiß gar nicht, ob das Spiel passiert. Ich glaube gar nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich bin ein Idiot. Oh, ich glaube, ich brauche jetzt schon eine Pause. Ich bin so verwirrt. Ich mich zu Tode ritzen kann. Ah, das haben sie mir schon auf den Punkt gelegt. Ja. Ich muss ein bisschen ritzen. Nein. Dann tun wir halt nicht ritzen. Ah, bin ich hier schon am niedrigsten Lebenspunkt wahrscheinlich. Eine Zigarette. Oh, die Überlot. Egal. Ich glaube, ich habe das Spiel jetzt seit mehr als einer Woche nicht mehr gespielt. In der Zwischenzeit Mass Effect angefangen, auch ein bisschen mehr zu bearbeiten. Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands auch ein bisschen. Und sonst nicht viel. Ich habe hauptsächlich Videos bearbeitet. In der Zwischenzeit. Für TikTok und für YouTube. Kurze Videos gemacht. Das war die komischweise überhaupt die Rey Skywalker. Und Rey Skywalker in Elex Videos sind auf TikTok ziemlich gut Meister angekommen. War eindeutig. Du wirst dich seinem Willen beugen. Du kannst das tun, so viel du willst. Übung hast du ja. Verkenne nicht deine Position, Weib. Kooperiere. Ansonsten wird Mordrak dich gefügig machen. Hier draußen hat er keine Macht. Du riskierst Ravaks Zorn. Ich werde nicht abrücken, bis du einsichtig geworden bist. Der alte Blutsäufer hat Besseres zu tun, als sein Auge auf mich zu richten. Und jetzt lass mich meine Arbeit machen. Wir müssen unsere Routen sichern. Mordrak hat von dir berichtet. Du bist der Ketzer, der zum Glauben gefunden haben will. Darauf falle ich nicht herein. Dein Ton gefällt mir nicht. Die Wahrheit gehört ausgesprochen. Auch du wirst mich nicht daran hindern. Ich habe Khan erledigt. Wenn du nicht in seine Fußstapfen treten willst, pass auf, was du als nächstes sagst. Glaubst du, ich weiß nicht, wer vor mir steht? Ich habe schon kapiert, dass du hier das Kommando hast. Und trotzdem gefällt es mir nicht. Überhaupt wäre ich längst weg, wenn ich dieses sture Morkon-Weib wäre. Was tust du hier draußen überhaupt? Mein Auftrag ist es, dieses Land von allen Gottlosen zu säubern
und die Vergehen der Ketzer mit Blut zu sühnen. Und das heißt konkret? Die Händler, die unter Dankas Schutz stehen, müssen sterben. Oh. Und wenn du wirklich ein Nachfolger Kahns sein willst, ist es deine Pflicht, das zu ermöglichen. Sag diesem Morkon-Weib, sie soll ihren Widerstand aufgeben und uns unsere Arbeit machen lassen. Nee, das würde ich nicht. Ich werde dir nicht einen Schritt entgegenkommen. Dein Verhalten entehrt alles, was uns heilig ist. Einen Wehrlosen ermorden ist nicht heilig, sondern feige. Dir mangelt es an Respekt. Aber der Stahl wird ihn dich schon noch lehren. Einiger, ihr seid Zeuge, dass sich dieser Betrüger gegen Ravaks Urteil gestellt hat. Ihr werdet unverzüglich Mordrak Bericht erstatten. Komm her! Früher hat man das noch mit Fäusten geregelt. Wir haben Shotguns, viel besser. Also das ist ja Free Shot. Hört sich auf, auszuweichen. Bei dem Tempo schlafe ich ein. Ja, ich mache ja schon schneller. Grüß Ravak von mir, du Arsch. Ups, ich habe wen anders erwischt. Scheiße, nichts wie weg! Nein, du hast ein Fleisch. Das gehört sich aber nicht. Doch, das gehört jetzt mir. Das habe ich mir verdient. Endlich bin ich diesen Fanatiker los. Nur, dass er die Arschbacken endgültig zusammengekniffen hat, könnte noch Probleme machen. Aber jetzt müssen wir uns um die Händler kümmern. Hier bleiben können sie nicht. Die Grotte wäre der richtige Ort. Dort wollten sie ursprünglich sowieso hin. Nur würde Kahn das niemals zulassen. Den gibt's nicht mehr. Ich bin an seine Stelle getreten. Ich will gar nicht wissen, wie du das angestellt hast. Aber dann kannst du sie ja mitnehmen. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Ja, du wirst nicht immer hier draußen sein, um eingreifen zu können. Geh zu der Händlerin Nova. Sag ihr, dass du jetzt für sie zuständig bist. Das Nova-Korps braucht sie. Oh, sie sind wirklich gefangen. Ich kann eigentlich meine ganze Nahrung verkaufen. Jo. Ich habe gehört, ihr wollt euch uns anschließen. Den Morkons? Aber ja doch. Ist es denn möglich? Jetzt ja. Habt ihr euch das gut überlegt? Natürlich. Ich für meinen Teil schon. Und du bist auch dabei, oder? Zurück kann ich ja nicht mehr. Aber ich muss mich noch eine Runde aufs Ohr hauen. Nerven beruhigen. Es gibt da nur eine Kleinigkeit, die noch erledigt werden müsste. Was liegt an? Naja, ein Händler ohne Ware ist so sinnvoll wie ein Arsch mit Ohren. Hört jeden Furz, gibt aber sonst nicht viel her. Und wo ist eure Ware? Als deine Kampfgefährten über uns hergefallen sind, haben sie das meiste von unserem Zeug liegen gelassen. Alles, was man tun müsste, ist es aufzusammeln. Damit hätten wir eine Existenzgrundlage. Ich kümmere mich darum. Kennst du die alte Verbindungsbrücke im Süden? Dort liegen die Vorratskisten. Die Gegend ist allerdings tückisch. Außer euch Morkons treibt sich da noch anderes Viehzeug rum. Ich behalte es im Hinterkopf. Und ich besorge unterdessen für mich und meinen Freund ein schlagkräftiges Eisen. Kleine Lebensversicherung für die Zukunft. Er ist wirklich schlafen gegangen. Wirklich? Worauf habe ich mich nur eingelassen? Keine Ahnung. Auf einen falschen Voice-Acting-Job. Mein Begleiter und ich bräuchten eine Waffe. Nicht zu schadig, wenn es geht. Da lässt sich vielleicht was machen. Wenn ihr euch uns wirklich anschließen wollt, lasst das doch bleiben. Weiterreden. Irgendwelche Präferenzen? Womit schlägst du am liebsten zu? Reicht dir eine Stallroute? Ist die Auswahl denn so groß? Nicht wirklich. Aber ich will dir ja auch keinen Schund andrehen. Also, Einhand oder Zweihand? Einhand. Obwohl, nein. Oh Gott. Oder doch? Weißt du was? Überleg dir das in Ruhe. Ich nehme an, du hast noch etwas Zeit. Einverstanden.
Gib ihr ein Brecheisen. Das hat in Elex 1 auch für 10 Stunden gereicht. Bist du blöd? Ein bisschen, ja. Aber das ist jetzt mein Fleisch. Vorratskisten für Nova. In der Kahn, ich nehme mir das Fleisch, wenn ich es will. So einfach ist das. Ganz friedlich. Ganz friedlich mache ich das. Auch kann ich wieder normal fliegen auf einmal? Nur nicht fallen. Nur nicht fallen. Ah, ich kann wieder normal fliegen. Vielleicht liegt es an der Rüstung. Was haben wir hier oben? Spritzen hilft nichts. So. Ah, verdammt. Viech. Dann weg hier. Ja, viel Spaß da oben bei den Bäumen. Ich und Roni fliegen mal weiter. Was haben wir hier sonst noch außer Ware? Golderz. Schrott ist wichtig. Für Schrotflinten Muni. Ich erinnere mich, da war ich kurz vorm Ende des Spiels. Ich will immer ritzen. Ja, mehr Leben brauche ich eh nicht. Dann kann ich sagen, ob mir die Morkons Fähigkeiten zugute werden. Da es sehr viel auf Nahkampf auch ausgelegt ist. Okay. Das ist doch schnellster Weg. Wieder hier. Finde ich gut, dass ich wieder normal fliegen kann. Dass da ein bisschen Auftrieb wieder dabei ist. Ob das wirklich an der Rüstung liegt? Ich habe noch keine Antwort bekommen. Vielleicht sollte ich immer rückenfrei fliegen. Ich meine, es ergibt Sinn, oder? Mit einer fetten Kleriker-Rüstung, die ich doch irgendwie am geilsten finde vom Ausstand her, kannst du dich natürlich nicht so gut fliegen wie mit einem Leder rückenfreien Trägerleiber. Was schon? Coming in! Ah, du bist zurück und du hast die Vorratskisten. Gab's Probleme? Ein paar Pestgreife wollten euch Konkurrenz machen, sonst nichts. Und das schüttelst du so locker aus dem Ärmel? Respekt. Von mir aus können wir los. Man will ja keine Wurzeln schlagen. Aber vorher sollten wir meinen Kumpel noch einsacken. Ohne mich ist er verloren. Nach dir. Ja, das glaube ich. Also nicht kurz. Ich bin müde. Ich glaube, eine Watsche wird weiterhelfen. Mitkommen, wir brechen zur Grotte auf. Wie? Was? So plötzlich? Ist das nicht ein bisschen voreilig? Dir passiert nichts. Bleib einfach in meiner Nähe. Oh Mann, das kann was werden. Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dir zu sagen, warum wir uns gerade euch anschließen wollen. Mein Begleiter und ich, wir waren nicht immer Händler. Haben ein paar krumme Dinge unter Baxters Führung gedreht, uns dann aber abgesetzt. Warum das? Schlechte Bezahlung? Exakt. Also habe ich was aus seiner persönlichen Sparkasse genommen, während mein Kumpel Schmiere gestanden hat. Und wieso die Morkons? Die Berserker oder Kleriker hätten euch bestimmt auch aufgenommen. Sicher. Nur die hätten vielleicht unsere Visagen erkannt. Wäre übel ausgegangen. Bei deinen Leuten haben wir uns aber nie bedient. Und jetzt, wo sich diese Fremden überall herumtreiben, braucht man Schutz. Verstehe. Macht in der Grotte keine langen Finger, sonst verliert ihr sie. Wir halten still. Ehrenwort. Jetzt will ich klar mal... Was kommt auf mich zu? Jetzt will ich gleich mal klarstellen. Meine Leute... Wir werden immer die Kleriker bleiben. Ich weiß nicht warum. Ist das eine Krokodilklaue? Oh! Oh, die
sterben. Okay. Habt ihr ein Glück. Was hat sie dir gegeben? Das schaut doch nach einem ziemlich guten Schwert aus. Mit einem kleinen Haken dran. Ah, eine Krokodilklaue überlebt nicht jeder. Ihr seid glücklich, mich zu haben. Ja, braucht man nicht lange überlegen in diesem Spiel. Outlaws eindeutig. Überhaupt die Stimme von dem Typen. Eine typische Outlaw-Stimme. Okay. Ich so einen Typen als Begleiter haben kann. Wo geht's jetzt hin eigentlich? Über die Händler zur Grote. Einfach nur rein oder was? Ihr könnt durch. Natürlich können wir das. Ah, Victor, der mag mich sicher. Mit dem werde ich sicher noch keine Probleme bekommen. Glaube ich gar nicht. Mhm. Jo. Ihr seid zurück. Gut, gut. Ich darf annehmen, das Problem beim Außenposten ist geklärt? Ja, die Händler gehören jetzt zu uns. So sei es. Ich werde die anderen in Kenntnis setzen. Weiß Ihnen auch noch einen Schlafplatz zu. Ganz wie ihr befehlt. Ist in der Zwischenzeit noch etwas vorgefallen? Nichts, was eure Beachtung verdient. Aber die Inspektion der Schächte steht an. Normalerweise übernehmen die Wachen das. Aber seit sich die Unfälle häufen, ist eure Präsenz notwendig. Ich bin kein Tunnelbauer. Euer Erscheinen dient der Moral, nicht der Instandhaltung. Aber da ihr die Werker zur Entlastung geschickt habt, werden die Arbeiter euch sicher wohlgesonnen sein. Wo soll ich beginnen? Ich empfehle den Schacht im Nordwesten, gegenüber vom Bezirk der Rüstmeister. Ich zeige nun unseren Neuzugängen den Wohnbezirk. Das sollte nicht allzu lange dauern. Mitkommen! Sehr freundlich hast du das gesagt. Gibt's da noch eine Unterhaltung? Nein? Ich kann ja nichts machen da. Okay, okay. Die Tribute haben wir bekommen. Ja, warum nicht? Ich habe mir noch gar nichts angeschaut. Ist mir ziemlich egal zur Zeit. Inspiziere die Schächte. Als ob ich die finden werde. Oh. Wie weit sind wir in der Aufnahme drin? Oh, genau wieder. 28 Minuten. Passt. Dann Peace out und bis zur Folge 3.